Hallöchen zusammen. Herzlich willkommen zurück zu Spy X4. Alien der Himmel 10. Da soll es uns heute hin verschlagen. Und den Sektor werden wir auch noch recht befreien. Hoffen wir jetzt einfach mal inständig. Sortle. Na, alles was da raus möchte, kommt nämlich hier direkt in eine Falle rein. Sortle. Und wird direkt von uns hier quasi abgefangen. Mhm. Das müsste auch hoffentlich bald mal kommen von Osakas. Und dann wird es richtig lustig werden. Keiner kommt rein, keiner kommt raus. Sitzpass hat Luft. Erwarte Befehle. Tokio hat was, der Rest der Flotte ist unterwegs. Sie seppen hier durch, das passt ebenso. Ein paar Jäger sind noch da, aber die können Erwarte uns auch Befehle. Nichts machen. Ich würde sagen, danke, dass du ihn abfängst. Genau ihn hier. Hey, der Witzker. Wir haben... Oh! Ein K-Zerstörer. Ich wusste, dass wir sowas auch mal wiedersehen können werden. Dafür haben wir die Flotte hier. Genau dafür seid ihr eigentlich da. Nicht nur für die hier, sondern auch für die größeren Sachen. Bitteschön. Der Mann darüber. Ebenso hier hinfliegen. Go, 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 go. Und Flotte Primus, bitte einen koordinierten Angriff hier drauf machen. Wunderbar, passt. So, hier, das muss es sein. Und du brauchst nicht mehr scouten, das passt. Der Kunden wird gelöscht, du kommst hier zurück. Wo sind meine Truppen? Go, 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 go. Jetzt da hinterher. Verteidigt ihn. Verteidigt ihn. Das K muss fallen. Mhm. Wenn ihm nicht fällt, haben wir nicht Probleme. Go, 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 go. Ernsthaft, ihr könnt alle nicht weiter auf den Erzieher hin. Oh je, oh je, oh je. Jetzt da. Das ist aber auch nicht viel, was gerade mitkommt. Leute, was ist denn hier los? Ist der Nebel so heftig, dass ihr da nicht durchgehen könnte? Gott im Himmel. Okay. Die ersten paar greifen ihn an. Nicht viel, aber auch nicht wenig. Na komm. Vor der kann hier drauf gehen. Wenn die Verteidigungsplattform drauf geht. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall noch eine Schiffswerft. Anders kann es gar nicht sein. Wie schaut es mit dir aus? Bauplan? Logistiker sind noch unterwegs, alles klar. Brauchen noch... Ah, da sind sie. Logistiker 2 und 9. Okay, das ist wunderbar. Das ist wunderschön. Das ist auch jetzt endlich mal da. Yep, der Rest ist da. Holla, die Waldfee. Gut, der wird niedergewalzt. Und gleichzeitig will Verteidigungsbad von niedergewalzt, würde ich behaupten. Noch gerne mal hingucken bei dem Ganzen, aber ich schätze mal, ja. Ja, 1, 2 und ein Tor. Oh, ich darf jetzt gar noch ein Tor. Will mich eigentlich komplett vergackeiern. Genau, zack, zack, schießt ihm die Geschütze weg. Und der nächste, seitlich nahe, von oben nahe. Das nehme ich doch mal. Ja, na wunderbar. Das ging jetzt schneller als gedacht, gebe ich auch unter euch zu. Und Todware. Bitte hier hinfliegen und warten. Das kann ich auch mit denen hier machen. So, das passt. Wie schaut es hier aus? Angriff ist dabei. Live-Feed mal angucken. Sie machen konzentriertes Feuer. Auf den hinteren Bereich stelle ich fest. Okay. Ich weiß immer nicht. Ich glaube, da wo die roten Rillen sind. Das sind die Verteidigungstürme.
Aber nee, passt soweit. Sind weit genug weg. Verteidigungsdrohnen können nichts ausrichten an der Entfernung. Bergbauschiffe und Co. werden aufgehalten. Das ist in Ordnung. Da sage ich nicht nein dazu. Haben wir denn mal ein paar Schiffe? Jep, haben wir. Okay. Dann sagen wir mal, du, mein Freund, bist. Erstmal dich, Dankeschön. Du gehörst zur Kategorie. Oh Gott, wir haben so viele davon. 16 beschützt du dann. Zack. Silizium Nummer 16 halt. Jetzt haben wir einen Fehler gemacht. So, Nummer 15. So. Du, zack, bist Nummer 16. Wunderbar. Kannst du den Wiederholbefehl machen? Nein, natürlich nicht. Ei, der Witzka. Anfunken. Kann ich helfen? Ja. So. Sir? Die müssen wir euch mal beibringen, was es heißt, Sachen zu wiederholen, so wie es ausschaut. Und schön, so. Okay, Silizium. Silizium heißt, bitte, zack. Kaufe mir von hier Silizium. Moment, habe ich. Das sind Frachter. Mischt, das sind Frachter. Schiffkauf. Bestellung verwerfen. Ja, Bestellung verwerfen. Geht nicht mehr. Oh, ich habe Frachter bis zum Umfallen gebaut. Ah. Okay. Gut, dann nutzen wir sie zumindest. Wenn es sonst nicht geht, dann nutzen wir sie einfach. Auch wenn das jetzt nicht der Fall war. Das war ich ganz und gar nicht. Grausamer Vorstoß. Da haben wir wieder eine ganze Ladung davon übrig, oder? Ich habe 18 Stück davon. Das ist nicht Erwarte gerade wenig. Befehle. Okay. Dann anders. Wie schaut es mit den Rohstoffen eigentlich aus? Hier. Kompressionsrad könnte man ein bisschen mehr vertragen hier eigentlich. Und ein bisschen mehr Energie, wenn ich das gerade richtig sehe. Yep. Dann machen wir es wie folgt. Wir nutzen den Fehler aus. Wir sagen zum einen, du hier. Du wirst quasi zum bam, 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 wo haben wir es denn überhaupt? Zum 27. Nieren des Sonnengottes. Des Sonnentempels, Entschuldigung. Sattel. Zack, Informationen. Bitteschön. 27, wunderbar. Wiederholbefehl hast du bereits? Ja, das ist bereits bei eingebaut. Bitte kaufe mir Energiezellen, Maximalpreis und schicke sie nach da unten hin. Zack. Verkaufe Energiezellen auch zum Minimalpreis. Go. So. Nummer 1. Dann sagen wir als nächstes, hey Kollegen, ich hätte gerne zwei weitere Logistiker. Logistiker 16 ist das nächste, wenn ich es gerade richtig sehe. Ja, yep, Logistiker 16. So. Du hier bist Logistiker 16. So. Logistiker 16 kann Wiederholbefehl machen. Wunderbar. Der Wiederholbefehl lautet an deiner Stelle. Zack. Kaufe mir Kompotronik-Substrat. Maximal. Und schicke mir hier rüber. Zack. Kompotronik-Substrat. Los geht's. Und das gleiche auch mit dem anderen. Denn warum denn nicht? Wie schaut es bei dir aus? Kannst du einen Wiederholbefehl? Bist du klug genug? Nein, bist du natürlich nicht. Kann ich Handfunken. helfen? Ja, yep. Seminar, Schiffsteuerung, wunderbar. Sir. So, jetzt aber. Wunderbar.
Nur Teil vom Abdocken. Okay. Bam, 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 bam. 16, 17 ist das nächste. So, bist du bald mal fertig? Das ist der längste Weg überhaupt. Aber sowas von. So, 17. Dankeschön. Witterungsauftrag bestätigen. Auch du. Gehst mir dieses Mal von hier hin. Kaufe. Kompatronik-Substrat. Zack. Und schicke Kompatronik-Substrat hier rüber. Zack. Verkaufe am Baulager. Kompatronik-Substrat. Wunderbar, passt. Wie viel fehlt hier überhaupt noch? 18.000, nicht mehr viel. Nicht mehr viel, dann wäre das nämlich ordentlich mal frei. Das wäre wunderbar. Du, mein Freund, bist der Letzte von der ganzen Sache. Du kannst zumindest etwas. Bam, 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 15, 16, 17, 18. Mach genau das Gleiche. Du machst genau das Gleiche. Zack. Kaufe. Motorik-Substrat. Zum Maximalpreis. Und verkaufe mir das Ganze hier. Na komm. 18.000, yep. Wenn da 4 oder 5 Stück drin sind, dann ist das Ding nämlich mehr als gemacht. So, wir haben dich, wir haben dich, wir haben dich hier. Wie schaut es denn weiter hinten aus? Haben wir unsere 14 Schiffe noch oder nicht mehr? Wir haben noch 14 Schiffe, das ist in Ordnung. Das passt. Ihr greift da drüben an. Ballet sie nieder. Wunderbar. Vielleicht müsst ihr von dem Winkel auch alles treffen können. Definitiv trifft ihr alles. Sie kommen auch nicht raus und auch nicht rein. Wunderbar. Ketze gehört dann auch uns. Theoretisch, ich muss gerade mal gucken, bist du auch Teil von Argon-Föderation? Yep, das gehört dazu. Das hier. Ist das auch noch Argonen? Argon-Föderation, das auch noch, das nicht mehr. Aber wir könnten... Ja, Argon-Bein macht keinen Sinn. Antigon. Nein, wir müssen die Antigon zuerst niederwalzen. Das macht sonst keinen Sinn. Der Sektor unten muss frei sein, damit wir von unten aufräumen. Außerdem führen natürlich Krieg gegen komplett andere Leute. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Achso, habe ich überhaupt noch irgendwas übrig gerade? Nope, da ist nichts mehr da. Schiff kaufen. Ich wollte ja eigentlich Mineralienschiffe bauen. Ja, das war eigentlich mal meine Grundidee. Sechs Stück direkt. Ja, komm, was machen wir? 100 Millionen. Das ist in Ordnung. Ja. Eine riesen Massenbestellung. Eine gewaltige sogar. Seid ihr alle hier? Ihr seid alle da. Wunderbar. Verteilchen nach hier oben. Ballert alles weg. Kurz noch was trinken nebenbei. Mhm. Könnte sogar noch eine Werft sein. Wäre alles im Bereich des Möglichen. Ich weiß bloß, dass wir die Sektoren nicht besitzen momentan. Ah. Das ist das Einzige, was mich juckt. Dass wir nichts besitzen. Aber das wird noch. Der gesamte Nordsektor wird alles uns gehören. Was haben wir überhaupt für Rohstoffe hier? Ja, ein bisschen was von allem. Leider nicht viel. Sonnenlicht. Nope. Die Sektoren sind nicht reich an irgendetwas. Rohschrott, aber selbst das ist ja. Ein paar tausend allgemeine Sachen. Nichts, wo ich jetzt sagen würde, yep, das wird sich jetzt lohnen, hier quasi Großindustrie aufzubauen. Überhaupt nicht. Wunderbar. Das wollte ich doch sehen. Okay. Vierte Primus.
Geh mal bitte hier hin. Einer hat ein bisschen was verloren. Moment mal. Das ist ein Bergbauschiff. Jetzt da. Das denkt, es müsse jetzt hier quasi mit an. Bist du wahnsinnig, Bergbauschiff? Wunder, dass sie überhaupt überlebt, sagen wir es mal so. Hätte ich schon längst niedergeballert werden müssen. Naja. Kannst du nichts machen. Oh, ich sehe was. Ein Sonnenkraftwerk? Oh Freud. Flotte Primus, bitte einen koordinierten Angriff darauf machen. Das würde mich sehr amüsieren, das Ding hier vor uns niederzuballern. Immer noch. Dass sie von einem Bergbauschiff in den Hintern treten. Dankeschön. Halluzinogene. Ja, das erklärt gerade so einiges. Mit Halluzinogen ist es natürlich klar, wenn man quasi volle Kanne durchdreht. Na gut, Osaka, du hast ein bisschen überschossen, so wie es ausschaut. Aber massiv überschossen sogar. Warte, Primus. Wie wär's? Energieverteile rüber, dann ist da drüben noch eine Werft oder sowas. Macht sie fertig. Besieget sie am Rande. Man dürfte nicht so viel eigentlich haben. Nicht wirklich, nein. Sördle. Ich schaut's noch aus. Wir haben jetzt ein bisschen Sensor gemacht. Können wir nebenbei. Yep, das sind ein paar Stück fertig. Okay. Wir sagen, wir brauchen Siliziumtransporte noch welche? Ihr yep, habt definitiv Informationen. So. Der nächste ist Nummer 16. Du hier. Wunderbar. Du kannst auch nichts. Kann ich Anfunken, helfen? Seminar geben, zack. Auf Wiedersehen. Passt. Stufe 1 reicht vollkommen aus. Ah, Autosave. Natürlich, genau jetzt muss Autosave kommen. So. Du, Wiederholbefehl, yep. Du sollst bitte von dem Lager hier drüben. Kaufe dir Silizium ein. Bis zu so viel. Und geh nach da oben hin. Zack. Verkaufe hier Silizium für minimal. So, wunderbar. Passt. Du bist gemacht. So, dein Kollege hier. Kann den Wiederholbefehl. Oh, ich bin stolz drauf. 15, 16, 17. So. Mach genau das Gleiche. Bitteschön, kaufe von hier Silizium und verkaufe hier dein Silizium. Passt. Das gleiche machen wir jetzt auch noch mit Erz. Beziehungsweise gucken wir jetzt erstmal, haben wir denn hier kein Wiederholbefehl? Was ist bei dir? Du hast einen, okay, das ist schon mal gut. Das heißt, du. Wisch einmal quasi dorthin gestellt. Teil des Schiffteams. Ihr habt 58 Schiffe. Ja, mit dir. Passt. Das kriegst du schon irgendwie hin. Ich glaube an dich. Und du wisch zu einem Erztransporter. Davon haben wir noch nicht so viele. Ja. Yep. Da können wir direkt sagen, du bist dann Nummer 10. Go, go, go. Zack, zack. Und die 10. Wiederholbefehl bestätigen. Bringe bitte Erzladungen von darüber. Kaufe Erz. Maximalpreis. Und verkaufe
Erz, Maximalpreis, Mindestpreis, so rum, Dankeschön. Wie lange brauchen denn die anderen noch, bis sie fertig sind? Die sind gleich fertig, plus sie müssen natürlich auch noch rausfahren, so wie immer. Okay, wie schaut es denn hier oben momentan aus? Kriegt ihr das gebacken oder nicht? Wenn der Neger jetzt nicht noch die ganze Zeit wäre, aber. Ja, der stört gerade so ein bisschen die Feuerbereitschaft der Leute. Aber es geht nach unten, auch wenn ich nicht verstehe, warum das Sonnenkraftwerk so lange durchhält. Soll ich ein Geldmittel? Ja, nehme ich den halt so. Dann ich stimme halt mal so. Aber hier scheint nichts mehr zu funktionieren. Probier ja, es gibt keine Probleme. Und ja, wir tun gerade alle Bergbauschiffe abfangen. Oh, das ist herrlich. Das ist mehr als herrlich. So, wir haben dich dann auch und dich auch und dich auch. Das ist immer noch ein umstrittener Bereich, oder wie? Terranisches Protektorat. Aha. Obwohl ich jetzt zuerst dran war mit meinen Schmieden, finde ich jetzt nicht in Ordnung, aber gut. Es ist und bleibt das Protektorat und mit dem sind wir quasi noch befreundet. Darauf noch befreundet. Wiederholbefehl. Ja, Dankeschön. Zum Glück gibt es auch noch welche, wo was drauf haben. So. Du bist dann Nummer 11, Erz. Wunderbar. Mitkommen. Bitteschön. Kaufe mir Erz, wunderschön und auch nach da drüben hin. Das sind jetzt ein bisschen mehr immer. Verkaufen Erz und gut ist so. Damit das Lager auf jeden Fall voll wird und du, mein Gutster, bist einfach Teil von dem da hier. Schuf in der Flotte mit, passt soweit, mehr brauchen wir gar nicht da. Doch mal. Und abdampfen. Definitiv abdampfen. Ja. Jetzt habt ihr auch gerafft, dass ihr erstmal zurückfliegen müsst. Okay, das passt. Das ist in Ordnung. Okay, wie schaut es denn hier momentan aus? Defensivstellungen sind da. Du auch, du auch, du auch. Verarbeitungsplatz. Okay. Ich stehe ein bisschen unter Feuer. Ich frage mich gerade warum, aber okay. Vielleicht wieder irgendwelche Drohnen oder so ein Schwachsinn. So, Bauplan. Wie schaut's bei dir aus? Bestimmt nicht fertig. Oh, zum Glück. Ganz ehrlich, das hat auch schon lange genug gedauert. Der Kontrollposten. Ja, klitzekleine Kontrollposten im Nirgendwo. Minuten und Co. Okay. Können wir dem nicht was anderes geben? Ach, genau, ich wollte noch was anderes gucken. Und zwar, wir haben doch so viel Zeug gegeben. Bauplan? Ja, reicht immer noch nicht aus. Mittlerweile müssten 5 oder 6 Logistiker hier unterwegs sein. Ja, es ist einfach die Entfernung. Ich glaube, jetzt drin, es ist die Entfernung. Hier geht das Gleiche. Es könnte schneller gehen, aber das tut es momentan einfach nicht. Was soll es? Es geht zumindest nach unten. Fraktion, Protektorat, Ansehen gewonnen. Ah ja, durch jeden Handel bekommen wir Ansehen bis zum Umfallen. Und ich sage nicht nein zu so einer Aktion. So, Sonnenkraftwerk oder oder Konstruktionsschiff. Was ist zuerst fertig? Ist bei der Geschwindigkeit wahrscheinlich Konstruktionsschiff. Dass da immer noch welche andocken können. Quasi, es ist ja ein aktives Kriegsgebiet, möchte ich jetzt mal behaupten.
Na komm, ja, jetzt müsst du ein bisschen näher ranfliegen, ein bisschen unschön. Je näher ran, umso unschöner wird das Ganze. Genau deswegen. Bekomme ich gerade ordentlich eine reingeknallt. Nicht mehr? Oh. Haben Sie jetzt die Stellung dann vernichtet? Das kann recht gut sein. 78, okay, jetzt hat er wieder eine Breitseite bekommen. Mit Glück. Ja, aber er ist trotzdem noch weit genug weg. Und der Rösch kann so weit reinpfeffern. Zange halten. 100.000, 60 Millionen. Ha ja, herrlich. Das und nichts anderes möchte ich doch sehen. Und das noch wesentlich öfter, dann bin ich noch viel glücklicher auf der Welt. Dann sind gewonnen mit den Teladi. Haben auch was gehandelt, okay. So. Ihr seid blind vernichtet, ihr auch. Primusflotte. Nächstes Ziel. Fliege mir mal hier hin. Schau, was da los ist. Und dann gucken wir mal. Theoretisch hätte er eigentlich schon längst. Bauplan. Es ist fertig. Es ist fertig. Ich hätte schon längst sagen können, dass es fertig ist. Na, danke auch fürs Gespräch. Okay. Ich bitte darum. Ich möchte Grundstücke erwerben. Nochmal drei überall hier. Zack, zack, zack. Direkt hier rein. Weiter. Und da hätte ich gerne einen Kontrollposten drinnen. Weil es kann. Mittig reingestellt. Passt soweit. Übernehmen. Zuweisung soll bitte der hier sein. Noch einmal auswählen. Wunderbar. Und Menü schließen. Passt. Und dich und dich. Und ich glaube, hier gab es keine magnetischen Stürme. Nichts eigentlich in dem Sinne. Nein. Hier gibt es auch niemanden, der regiert oder sonst irgendwas macht. Passt. Ne, ist soweit in Ordnung. Dann sagen wir noch bitte, ich hätte gerne 17 Jahre. Doch, die 17 Jahre, die kommen mal mit. Und die sollen hier bitte bis auf Weiteres das Ding schützen. Passt. Und wenn wir hier umheben, hier sind wir, hier sind auch, da sind auch mit dabei. Ihr kommt hier nicht mehr lebend raus. Du baust das da unten fertig. Brauchen wir nochmal angucken. Muss ich auch noch ziemlich lange brauchen. Okay. Aber nachdem wir den Bauplan hier unten haben, wie haben wir das genannt? Das nennt sich Matrix-Kontrollposten. Grausamer Vorstoß. Information. Eins Fabrik. Nein. Du bist auch unser Kontrollposten an der Stelle. So. Und wir haben wie immer bestimmt irgendwo welche, die nichts zu tun haben. Ihr habt ihr hier. Was möchtest du denn bitte? Kompotronik-Substrat. Und Verkaufen von Kompotronik-Substrat. Warum geht es hier nicht? Das ist genau das, was du brauchst. Auf der das Material los. Eins. Yep. Warum macht er das jetzt? Erwarte Befehle. Also vorher mal funktioniert.
Müssen wir jetzt gerade beide zufällig gleichzeitig da sein, oder? Anscheinend ja, so wie es ausschaut. Okay, warte mal, das kann man wegmachen. Photonik-Substrat. Gibt es das da nicht mehr? Habe ich schon jetzt zu viel weggenommen oder was? Doch, es gibt genug. Ah, okay. Das war das. Alles klar, alles klar. Wenn man natürlich hier nichts mehr rausnehmen kann, dann kann das auch nicht funktionieren. Ergibt Sinn, ergibt Sinn. Energiezellen. Arbeitskräfte, Medikamente. Jetzt muss ich gerne mal gucken, was haben wir denn hier? Verbrauch pro Stunde 7800. Okay, na, wir bräuchten noch mal zweimal Nutrition und zweimal Medic. Okay, gerade gesehen. Sonst läuft es eigentlich nicht. Bam, bam, bam. Das heißt, das da hier. Kopieren wir und bauen. Also, das ist nicht das Richtige. Wir möchten bitte die Sequenz kopieren. Und das gleich hier auch nochmal machen. Das ist in Ordnung. Modul übernehmen. Akzeptieren. Konstruktionsschiff in der Gegend. Da gibt es bestimmt irgendwo eins. Ihr habt dich hier. Nehmen wir dich aus. Dann funktioniert es auch wieder. So, schließen. Kannst du es zuweisen? Dankeschön. Dass es auch funktioniert. Okay, wir haben dich, wir haben dich, wir haben dich hier. So, wie schaut es bei dir aus? Logische Übersicht. So, das da hier hat Handelsregel 1 und Handelsregel 2. Genau, das mit ist nur für uns regelt. Genauso wie das da hier, logische Übersicht. Das Zeug hier bitte unter Handelsregel 1 reinschmeißen. So. Der Rest ist egal. Passt soweit. Damit sollte wieder alles laufen. Was ist natürlich alles laufen? Logistische Übersicht. Lithium haben wir hier noch Probleme, aber das sollte man auch regeln können auf Dauer. Das passt. Was haben wir denn hier hinten? Verteilungsplattform. Die steht ein bisschen doof dran, gebe ich auch von der zu. Koordiniert angreifen. Das passt, das passt, das passt. So, dann schauen wir nochmal. Ich wollte ja eigentlich was anderes machen. Ich wollte die ganzen Logistiker umdingseln. Kompotronik-Substrat. Verkaufe an Ort nicht mehr vorhanden, so wie es ausschaut. Zack. Bitteschön. Verkaufe an Baulager. Kompotronik-Substrat. Mindestpreis. So. Bestätigen. Wunderbar. Sitz passt und hat Luft. Sördle, auf zum nächsten. Wer hat noch Probleme? Du hier. Kompotronik-Substrat. Bingo. Du verkaufst das Ding hier. Für mindestens so viel. Hat sich auch wieder erledigt. Bam, Saturn, Kommutoriksubstrat, das gleiche. Dann. Was haben wir sonst noch übrig? Bräuchte eigentlich noch die ganzen anderen Ressourcen, stelle ich gerade fest. Noch mehr Kommutoriksubstrat.
Bitte verkaufen. Zack. Verkaufsbefehl hier reinmachen. Kommandeursrestaurant. Mindestbereich rein. So. Jetzt wird hier alles wesentlich besser gehen. Was haben wir denn noch übrig? Sikun Kabit. Ja, endlich. Endlich mal was anderes. Verkaufen. Ja, bitteschön. Verkaufen ans Baulager. Sikun Kabit. Mindestpreis. Logistik. Komputronik haben wir nochmal. Nochmal Komputronik. Nochmal Komputronik. Wir haben gerade niemanden für die anderen Sachen. Energiezellen. Müsste eigentlich einmal Metall und einmal Energiezellen eigentlich irgendwo haben. Saturn 1, Kombotronik-Substrat. Intervenieren. Zack. Bitte verkaufe mir auch hier Kombotronik-Substrat. Bestätigen. So. Was haben wir sonst noch übrig? Bam, 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 bam. Metallgitter. Das können wir kurz umleiten. Zack. Verkaufe mir auch bitte hier Metallgitter. Und jetzt braucht man irgendwo Energiezellen eigentlich. Irgendeiner von euch macht doch Energiezellen, glaube ich. Okay, weg mit dir. Bingo, Verkauf ans Baulager, Kombotronik-Substrat, zack, zack, wunderschön. Das ist gerade auch so sagen, wo ich nicht haben möchte, ich Energie. Energie. Energie, Logistiker für Energie. Lithium, Energiezellen, da dich haben wir doch. Zack, bitte. Andocken, zack, verkaufe mir bitte hier Energiezellen. Mindestpreis, so, wunderbar. Jetzt sollte wieder alles funktionieren. Saturn 1, warum gehst du nicht? Dann auch du, verkaufe an dieses Lager Kompotronik-Substrat. Zack, wunderbar. Et voilà. Alle wissen, was sie zu tun haben. Ihr auch. Definitiv sogar. Unsere Kohle machen wir. Angreifer tun wir auch. Das sieht mir rundherum nach was Erfolgreichem aus. Bitte noch gucken. Logistische Übersicht. Noch mehr Silikon muss her. Okay. Ja, definitiv noch mehr Silikon. Unsagbar viel sogar. Aber noch beim nächsten Mal. Dann hoffe ich halt viel Spaß beim Zuschauen. Es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder was sein könntet. Macht's gut und wie immer. Tschüss alle.